Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crosswords Inn. So, der dicke alte Mann verschwindet wieder. Das Menü wird wieder geschlossen. Beim letzten Mal haben wir ja endlich rausgefunden, wie das hier funktioniert mit den Tassen. Und jetzt habe ich mir überlegt, wäre es hier gar nicht mal so dämlich, wenn man hier die Wege ein wenig verkürzt für denjenigen, welchen der hier abwaschen soll. Und was mir wirklich noch lieb wäre, wenn doch wenigstens die normalen Tassen hier drin gelagert werden. Das habe ich hier auch so eingestellt. Könnte man jetzt eine mittlere Prio hierfür nehmen, in der Hoffnung, dass jetzt nicht wieder die dreckigen hier gelagert werden, weil wir die ja nun von Anfang an, nachdem wir es gesperrt hatten, rausgenommen hatten. Und es sind ja auch keine dreckigen mehr drin hier, ne? Genau, hier ist gar nichts mehr drin im Moment. Gut. Dann dürft ihr sehr gerne die normalen Tassen hier reinnehmen, weil hier werden ja auch die Tassen rausgenommen, um hier den Wein oder das Lager rauszunehmen, um wiederum die Gerichte zu servieren. Ja, dann müsste jemand mal Lager holen, bitte. Meine, wir haben zwei Leute, die tragen. Kannst du Butler. eigentlich auch tragen? Der könnte tragen. Dann mach mal. I guess. Kann ich hier mit Rechtsklick? Nee. Jetzt fängt er an zu tragen. Okay. Moment, er trägt genau das, was ich. Nee, doch nicht, okay. Weil ich habe hier auf das Weinfass geklickt. Jetzt dachte ich schon, der holt jetzt doch auf Befehl. Das wäre schön gewesen, aber nee, er holt es nicht auf Befehl. Okay. So. Langsam kommen wieder Tassen rein. Lager ist da. Wein, naja. Aber Wein wird auch nicht so viel bestellt hier. Das hält sich immer relativ lang. Ja, dann würde ich sagen, mache ich jetzt wieder ein bisschen schneller. In der Hoffnung, dass alles wieder gut läuft. Jetzt wird hier wieder fleißig abgewaschen. So sehe ich das gerne. Ich hoffe, du nimmst die auch gleich wieder da raus. Nö, jetzt werden die wieder hier. Jetzt nimm noch mal diese Scheiße da raus. So, Sperre. Es soll nicht hier drin gelagert werden. Es soll hier nur abgewaschen werden, Leute. Kann nicht euer Ernst sein. Nehmt das da raus, legt das da rein oder da rein. Okay. Aber mit den normalen Tassen, das ist echt schwierig hier irgendwie. Aber gut. Wie sieht es hier oben aus? Ja, sieht auch schön sauber aus. Das gefällt mir sehr gut. Dadurch, dass wir unsere Zimmermädchen hier haben. Ja, die machen ihre Arbeit sehr gut. So, wie sieht's jetzt aus hier? So, jetzt reicht's. Jetzt soll hier bitte nichts mehr gelagert werden. Überhaupt nichts. Dann haut bitte das dreckige Zeugs genauso hier rein. Ist mir jetzt wurscht. Hauptsache, ihr wascht weiterhin damit ab, auch wenn es nicht gelagert werden kann. Dann lagert das von mir aus da rein. Ist mir jetzt wirklich egal. So. Jetzt bitte Geld. Schnell und viel davon. Danke. Ja, also irgendwann fängt es an zu nerven, wenn das Spiel halt nicht so funktioniert, wie man denkt, dass es funktioniert. Weil da fängst du halt auch schon an, dich selbst zu hinterfragen. Du weißt dann echt nicht mehr, sag mal, meint ihr das hier irgendwie falsch oder was ist hier los? Ach, je. So, jetzt bin ich echt noch am Überlegen. Irgendwo habe ich auch ein bisschen Mist gebaut hier. Ich müsste die ganze Geschichte mal komplett verlagern eigentlich, weil ich den Raum ja auch eigentlich vergrößern wollte mit der Zeit. Damit wir halt mehr Leute bedienen können, um mehr Geld ranzubekommen in der Schnelle. Auf die Schnelle, so rum. Aber ich würde sagen, von den Vorräten her sieht es im Moment relativ gut aus, auch wenn ich schon wieder nicht verstehe, wo die ganzen Teller hin sind. Sag mal, ey, das ist doch jetzt nicht. Ah, halt, Moment, ich weiß, wo sie hin sind. Oder auch nicht. Schon alle vorbereiteten Sachen wieder weg. 20 Dreckige. Sauber machen, bitte. Hier schon wieder stralle dicht hier. Nee, ich wollte unsere Angestellte aussehen. Unsere. Danke. Die Bettina. So. Die will jetzt was aufheben gehen. Ready for anything. Und wo holt sie was? Saubere Tassen hat sie geholt. Boah, alter Schwede, ey, das sieht echt nicht mehr gesund aus. Und die nächste stockbesoffene. Brunhild, wa?
Ready for anything. Ja, die Brunhilde, die. Hageldichten, da soll sie weniger Hustensaft trinken, wenn sie ständig erkältet ist, ne? Wenn ihr mal netterweise jetzt noch die Teller sauber machen würdet, das wäre sehr hilfreich. So, das kommt wieder gut Geld rein. Ich denke, jetzt ist wirklich mal Zeit, dass wir wieder einen Teil des Kredits abbezahlen. Zack. 17 Tage haben wir noch. Oh, da muss repariert werden. Bitte mal reparieren, danke. Oh, da läuft ja schon los zum Reparieren, obwohl ich echt nicht weiß, warum sie jetzt repariert. Na, sie ist keine Trägerin. Aber gut, wenn sie das auch kann, dann viel Spaß. Hauptsache es funktioniert. So, aber das mit dem Ratten hat sich dann jetzt wohl erledigt, weil ich meine, jetzt haben wir hier überall eine Grundreinigung reinbekommen. Vor allem hier ist ja wirklich enorm. Wäre hier schon fast wichtiger. Und hier sowieso. Also hier bitte eine hohe Prio. Hier kannst du eine mittlere machen. Ja auch. Hier, weil es die Küche ist, machen wir mal eine hohe Prio. Hier, weil es euer Raum ist, auch eine hohe Prio. In diesem Gang hier machen wir mal... Ach. Machen wir mal eine mittlere. Und hier oben soll es auf jeden Fall so bleiben. Was habe ich hier für eine Prio schon drin? Das ist schon hoch, wa? Egal. Wie sieht's aus hier? 74, 48, 95! Junge, Junge, Junge! Kann ich damit den Raum sperren? Und wenn ja, für wen? Für die Angestellten oder für die Zuschauer? Sozusagen, nicht Zuschauer, für nicht für euch, nein, ich meine für die Gäste. Lass mal was probieren hier. Ah, schön, es geht gar nicht. Wir haben jetzt hier ein... Ach, guck mal, hier steht ja, welche Priorität ich schon eingestellt habe. Cool. Hier ist gar keine Prior eingestellt, auch interessant. Jetzt steht sie da. Hier ist angeblich auch keine Prio drin, aber hier habe ich hundertprozentig schon eine eingestellt. Kann aber daran liegen, dass ich ja, nachdem ich das eingestellt hatte, das Spiel nochmal neu starten musste. Kann sein, muss aber nicht. So, gehen wir wieder runter. Aber wisst ihr, was ich gerade überlege? Statt den Raum hier zu erweitern, könnte ich ja auch theoretisch hier... speziell für Outlaws einen Gastraum machen. Und dann in der Etage da oben drauf, wo ich ja mittlerweile schon laut dem Skillbook hin kann. Dann für die Reisenden und so weiter und so fort. Je höher es geht, desto mehr wollen die Leute da bedient werden. Dass ich das vielleicht so ein bisschen durchziehe, wie es hier gerade ist. Nur halt immer nach oben gerechnet. Und dass halt die oberen Räume halt ein bisschen kleiner sind vielleicht. Oder ich mache halt die oberen Gasträume... bisschen so um ein, zwei Ecken rum, wie auch immer. Obwohl, das wird auch nicht funktionieren, wie mir gerade auffällt, weil ich muss ja dann mit der nächsten Treppe nach oben. Oder ich mache die nächste Treppe dann schon bereits im Gastraum. Da müssen wir mal gucken. Und wie kriegen wir das schon hin? Ja, das ist schon mal sehr gut. So, jetzt möchte ich aber mal das hier doch wieder mit Stückchen nach hinten schieben. Wirklich sehr interessant, also jetzt ist das in diesem blöden Kronleuchter hier, ja? Was ging doch vorher? Pass mal auf. Theoretisch ja, aber noch so, dass ihr hier rein und raus laufen könnt. Ey! Zack. Zack. Denn jetzt passt hier vorne auf jeden Fall noch ein Tisch ran. Wenn wir ihn denn setzen könnten. Oh, der Tisch alleine schon mal 200. Na komm, mach mal lieber so. Bevor die hier nicht mehr rein und rauslaufen können wegen dem Tisch. So, Bank nochmal 120. Oh, das wird schon wieder eine sehr teure Angelegenheit. Ja.
So, das hier war für die. Das hier ist eher was für die Reisenden. Was kostet der? 50, gut. Können wir uns gerade noch so leisten. Das passt nicht so. Dein Ernst? So. Ja, hat er auch gesteckt. Bin ich gespannt, ob die da auch dran sitzen können. Wenn ich die so nah ranziehe hier. Ups, habe ich vergessen zu klicken. Aber das spart ja nochmal Raum, ne? Dann würden wir hier noch einen Tisch hinbekommen. Wenn wir das Geld gerade dafür hätten. Jetzt beobachten wir das mal, ob die sich auf die Stühle setzen. Mit der Zeit. Ah, sehr gut machst du da sauber. Wer auch immer du bist, habe ich einen männlichen Diener? Nee, wer bist du? Rainer! Oh, stimmt, ich habe Mittel. Ja. Habe ich total vergessen. Dass er halt auch sauber machen kann, wenn er gerade nichts anderes zu tun hat. Was? Achso, er hat mit uns gesprochen. Ich dachte gerade, das war eine Meldung vom Sprecher. Yo, es funktioniert. Sehr schön. Cool. Na dann, immer her damit. Haupthalle? Nee. Taverne ist so sauber. Gleichzeitig kriege ich die Info, dass es so dreckig wäre hier. Ja gut, es kann wirklich hier dran liegen. Weil das hier so ein bisschen gegenseitig sich blockiert vielleicht. So, warte mal, wenn du jetzt gerade das Bett... Genau, sehr schön. Er hat es gerade gemacht, das Bett. Ich will mal probieren, ob das so besser geht, dass die halt hier zwischenlaufen können, um hier halt auch sauber zu machen. So, weiter geht's. Hohe Prio am sauber machen, haben wir drin, okay. Schön ist anders, ich weiß, aber es funktioniert vielleicht. Apropos Reinigungskräfte, wir können eine Nieves anstellen. Achso, die wollten wir ja eigentlich nicht. Und die Palmyra ist zu teuer. Your patrons say your inn is dirty. Ja, wenn du mir jetzt noch sagen würdest, wo es dreckig sein soll, angeblich. So, hier ist sauber. Hier ist auch sauber. Hier ist geradezu sauber, also nahezu sauber. Hier ist wirklich dreckig. Wir stehen nur wieder haufenweise Leute rum und machen nichts. Dann machen wir hier mal die Prio hoch. Hier ist auf jeden Fall sauber. Hier geht's. Ja, ist okay. Und, oh, hier muss was gemacht werden. Aber hier hatte ich ja schon eine hohe Prio. Ja. Ja, dann kommen sie gerade wieder nicht hinterher mit dem Saubermachen. Und hier wird einfach nicht sauber gemacht. Ich habe langsam das Gefühl, dass das an der Treppe selbst liegt. Dass wir das hier so erweitern müssen, dass die von allen Seiten rankommen können. Wo mir gerade einfällt, dass das ja eigentlich eine Option wäre, hier so ein richtiges Treppenhaus draus zu machen. Dass wir hier um eine Reihe erweitern, um dann halt eine Treppe zu machen, die dann von links nach rechts führend in die nächste Etage führt. Also, eine Etage höher gedacht sozusagen. Wir brauchen aber hier unten den Raum, damit wir in der nächsten Etage dann oben die Treppe raufsetzen können. Na gut, ich denke, ja, das ist eine Idee, die man im Hinterkopf behalten sollte. So, wie sieht's mal aus hier? Habt ihr mal Bock, ein bisschen Geld dazulassen? Danke! Gehen wir mal sauber. Zack. Zack. Vielleicht liegt's auch daran, dass sie immer wieder sagen, dass es dreckig wäre, weil die Teller nicht schnell genug geholt werden. Apropos Teller und Dingensbummens. Gut, das sieht schon mal in Ordnung aus. Das sieht auch in Ordnung aus. Quatsch, das war falsch. Oh, 38 dreckige Tassen. Ist das euer Ernst, Leute? Niedrige Prio zum Lagern. Aber es ist auch drei Tassen. Ey, das kann nicht euer Ernst sein. Wascht das Zeug ab. Ja, wascht das Zeug ab, dann geht's auch. Das kann nicht euer Ernst sein. Entschuldigung, aber ich werde langsam bockig. Ist da was? Ich probiere es mal was anderes.
Wo sind die Waschkübel? Ach, die sind wieder bei außen drin, ne? Genau. Oh, what? Pass mal auf. Tschüss. Weil mit dem hat's ja funktioniert. Der war ja in Ordnung. Denk nicht mal dran. Obwohl. Ja, ich bin ja schon dabei. Mann. So. Wo habe ich noch einmal so viel Geld her? Haben die jetzt alle auf einmal bezahlt und sind dann gegangen, weil sie nichts zu essen gekriegt haben, oder was? So, jetzt hat er schon mal Wasser reingebracht, das ist schon mal gut. Und macht eine Pause, okay. Da werden Kerzen geholt. Der Raum ist schmutzig wie Sau. Was ist denn jetzt los? Macht mal sauber hier. Ja, es wird abgewaschen, okay. Immer weiter abwaschen, bitte. Ich hätte auch wirklich nichts dagegen, einen kompletten Tellerwäscher einzustellen, der sich wirklich nur darum kümmern soll, abzuwaschen. So, der Raum wird sauber gemacht und sie macht Pause, okay. Ja, vielleicht müssen wir doch langsam mal hier ein bisschen erweitern. Hier wird einfach mal gar nicht sauber gemacht, wa? Ja. Und hier auch schon wieder nicht so wirklich. Na, vielleicht machen gerade alle, die sauber machen sollen, Pause. Kann natürlich auch sein. Aber wie ich gerade sehe, sind wir wieder in der Lage, den Krediten teilweise zurückzuzahlen. Das machen wir auch gleich mal. Zack. 16 Tage. Also ich meine, wenn das so weitergeht, kriegen wir vielleicht noch innerhalb der Zeit zurück. Und wenn nicht, dann probieren wir das wirklich aus mit dem Zweitkredit, um den Erstkredit abzulösen. Ah, ihr wird jetzt fleißig abgewaschen. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch kapiert, dass ihr wirklich alles abwaschen sollt und das so schnell wie möglich. Dann müsst ihr halt diesen Eulenbottich nehmen, statt den besseren. Aber Hauptsache, ihr macht's. Guck mal, jetzt wurde hier mal sauber gemacht und hier sind sie wieder eingefroren. Was hältst du mal davon, wenn du rausgehst? Du blockierst nämlich alles, weil die ist eigentlich gerade am Bedienen gewesen. Mach, dass du rauskommst. Und du auch. Alle raus hier. Los, verschwindet. Ey, Rauschmeißer. Mach deine Aufgabe. Bettina, was zur Hölle machst du da? Geh arbeiten. What's up? Was hältst du mal davon, wenn du arbeitest? Ich hab dir gerade den Befehl gegeben, die rauszuschmeißen. Der ist gar kein Rauschmeißer, ne? Also er kann anscheinend nicht richtig rausschmeißen. Keine Ahnung. Vielleicht muss er erst aufleveln. Oh, guck mal, es bewegt sich was. Ey, was? 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 Die trägt hier Essen rum? Aber das Symbol zeigt, sie macht Pause? Was ist hier los? Oh Mann. Ich werde mal kurz speichern hier. Das lege ich mir mal auf diesen besonderen LP01 hier, für den Fall der Fälle, dass ich doch mal eine Datei senden kann. Ich habe es noch nicht rausgefunden, wo ich Safegame-Dateien senden kann. Aber die Entwickler haben ja einige Plattformen zur Verfügung gestellt. Oh, schön, wir haben eine Meldung mit nichts. Cool. Ja, ich weiß, ihr könnt nicht essen, aber ihr sollt ja auch abwaschen, damit essen kann und so. Mann. Ist nichts drin gelagert. Meine, die können ja auch keine Platten haben, wenn die Platten hier immer nur rumgetragen werden. Schön, wie du das Bett machst, was eigentlich schon belegt ist. Boah, die braucht hier ewig, um das sauber zu kriegen. Krass. Nehme an, auch. Wisst ihr was? Jetzt reicht's. Ich mach den Laden jetzt mal dicht. Die sollen mal wirklich alles wieder aufräumen und sauber machen. Vielleicht lag es auch daran. Wir haben es jetzt echt sehr lange geschafft, ohne den Laden zuzumachen. Jetzt machen wir mal zu, damit die richtig sauber gemacht wird und dann auch die Sachen abgewaschen werden.
Das kann nicht wahr sein. Hier lagern 35 dreckige Teller und 16 Tassen. Wo sind die anderen schon wieder in die anderen Tassen? Ich habe doch so gefühlt 40 Tassen gehabt. Nee, hier zum Glück nicht. Ja, auch nicht. Sag mal, klauen die uns hier die Tassen? Kann das sein? Ey, Rauschmeißer, mach mal deine Aufgabe, bitte. Also, ich bin ganz ehrlich, ich blicke hier langsam nicht mehr durch. Wo hier genau das Problem ist, warum die hier die Teller nicht abwaschen. So, mal gucken. Jetzt wird irgendwas abgewaschen. Und Pause gemacht. Natürlich. Lass es einfach hier drin liegen. Oder trag's mit dir rum. Nee, das waren wieder Tassen. Es wird wieder abgewaschen, okay. Kerzen werden verbraucht ohne Ende. Hier draußen auf dem Boden hat gerade eine Ameise geschlafen. Deswegen hatten wir gerade das Schlafsymbol. Okay. Aber die Räume werden jetzt schön sauber gemacht. Sag mal, was machst du, Fabio? Er wäscht ab und macht dann Pause. Jetzt wäscht er wieder ab? Und macht Pause. Was machst du, Junge? Oh, die Teller werden abgewaschen. Ich fasse es ja nicht. Junge, 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 Junge. Jetzt müsst ihr sie aber bitte noch umlagern. So, Prio sperren. Hier soll nichts drin gelagert werden, bitte. Danke. Oh, jetzt raucht hier eine Ameise. Ja, direkt so nach dem Schlafen erstmal eine rauchen. Warum nicht? Oh, jetzt wurde was umgeschichtet und tada, wir haben wieder Teller. Oh Mann, 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 Mann. Weiter bitte. Fabio. Ist er schlafen gegangen? Könnte bitte mal jemand abwaschen? Okay, 10 Teller ist nicht viel. Wir bräuchten mehr. Ah, guck mal, jetzt wo die so viel Pause gemacht haben, sieht es bei denen noch wieder besser aus. Die Regina. Die ist neu. Die ist zügig, noch unbekannt, überzeugend und gierig. Ist da was? Ich glaube, die nehmen wir mit rein. Ja. So, Regina, komm mal ran hier auf den Meter. Bedienung. Kein Zimmerservice. Klatsch und Tratsch. Mittel. Gastwirtschaft okay. Reinigung. Nein. Wenn sie zügig ist, dann kriegt sie ja hoffentlich schnell. Oder ach Mann, ich weiß nicht. So. Die soll sich wirklich nur darum kümmern, zu reinigen und ab und zu mal ein bisschen zu quatschen. Fertig aus. Das wäre vielleicht wirklich das Beste. Gut, Regina, ich hoffe, du wirst uns jetzt hier den Hintern aus dem Sumpf rausziehen. Machen wir den Laden wieder auf. Auch wenn noch nicht alle Teller abgewaschen wurden, aber vielleicht hilft das ja schon. Den ganzen Einstellungen jetzt hier. Reparatur schon mal vorsichtshalber. Oh ja, 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 doch so. Oh, hier ist gerade nichts gelagert. Prio niedrig. So, die ersten Gäste kommen. Die ersten Geldbringer sozusagen. Schaut euch das an. Die laufen aus Prinzip hier drüben nicht lang. Habe ich die gesperrt, die Tür? Nee. Jetzt ist sie mal kurz hier durchgelaufen, aber die nehmen irgendwie immer diesen Umweg hier. Hm. Ich probiere jetzt mal was aus hier. Weg, weg. Darf ich nicht?
Nein, ich darf es nicht wegmachen, weil da oben drüber... Ja. Oh Mann. Ah, das ist doch... Pass mal auf. Stell das mal alles um hier ganz kurz wenigstens. So. Geh in die Tasche tiefer. Achso, halt! Moment, die Kerze. Der Kerzenleuchter hier, den ich jetzt nicht mehr wegbekomme. Nein! Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ich krieg gleich eine Krise. Okay, gut. So, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? So. Denn, jetzt hier Küche und so, ne? Wo ist sie? Da. Erweitern. Erweitern. Ja. Ich hab das Geld nicht bekommen. Oh, nee. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Man bekommt doch immer Geld für die Räume. Oh, Mann. Ja, klasse. Schön. Ja, ist bestimmt sehr gemütlich da drin. Ne? Wird auch bestimmt keinen Absturz verursachen. Boah, nee, ey, da könnte ich ausrasten bei sowas. Langsam reicht's hier. Nee, sorry, aber ich finde das echt gemein. Das muss doch nicht sein. Warum kann man das nicht besser programmieren? Es fehlt mir hier überall das Geld. Mann! Huch, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Toll. Na schön, nehmen wir noch einen Kredit auf, wa? Das ist doch gemein, ey. Er zeigt doch gar nicht mehr an, dass ich dafür Geld bekommen würde. Normalerweise, wenn du einen Raum weghaust, kriegst du dafür Geld. Okay. Oder auch nicht, okay. So, bei dir darf ich jetzt keinen weiteren Kredit nehmen, weil ich schon einen zu laufen habe, ne? Warte mal, wir haben jetzt noch wie viel zurückzuzahlen? 8000 sind noch offen. Moment, wo ist denn der hin? Ach, hier ist er doch, Mann. Ich weiß, ich werde es bereuen. Aber das ist gerade wichtig. So. Zack. Nehmen wir nochmal 10.000 auf. Ist jetzt natürlich schade drum, weil ich so viele grüne Gerüchte-Dinger reingesetzt habe. So, dann zahlen wir jetzt hier alles zurück. Gehen wir zurück in unsere Karte hier. Und dann sagen wir Gästezimmer erweitern. Jeweils 300, genau. Können wir mich auch die Betten wieder vernünftig hier reinstellen. So. Das Bett hier auch wieder rüber. So. Okay. Wie habe ich das jetzt hinbekommen, dass hier mehr Betten reinpassen? Das ist doch... Nee, es sind vier... Ach Gott, ich habe mich verguckt, Entschuldigung. Aber eigentlich... Wenn ich das Bett bewegen könnte. Theoretisch. Aber ich bin mir da jetzt echt ein bisschen unsicher wegen der Tür. Hier wiederum würde ich die Wege versperren. Nee, dann lassen wir das. So, jetzt gehen wir wieder runter. So. Zack. Küche. Erweitern bitte. Danke. Mann, war das wieder eine schwere Geburt. Oh, noch eine Tür nach hinten für unsere Angestellten. Die Tür kann bleiben. Boden. Boden, Boden, Boden. Nee, das ist der Holzboden. Leider steht hier nicht da, wie sie heißen. Das wäre auch noch eine Ergänzung würdig. So. Zack, zack. Und Wand. Moment. Zack. Oh Gott, welcher war denn das? Das ist der hier? Ja. Zack. Oh nee, jetzt hat der... Oder. Mann!
Was soll denn das? Meine Sorry, jetzt hat er mir wirklich das Geld abgezogen, um die Wände zu Steinwand zu machen, die schon Steinwand waren. Das ist doch gemein. Mann. So, jetzt wollen wir aber wenigstens noch alles hier vernünftig einrichten. Hier haben wir schon Kronleuchter drin. Die Kronleuchter sind so ein Dingensbums da. Ihr wisst schon, was ich meine. So, machen wir hier noch ein bisschen heller. Und ich sehe gerade, ich habe hier die ganze Zeit die Kerzenleuchter komisch drin gehabt. So. Ihr Lieben, entschuldigt für den Ausraster, aber ihr könnt bestimmt verstehen, dass das irgendwann nur noch nervt. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet doch morgen wieder rein. Ciao!